Hallöchen, heute habe ich nochmal ein schönes 65% Board um 100 Euro rum da und das ist ein Board, was ziemlich auf TikTok getrendet ist, weil viele Creators von AppleMaker zugeschickt bekommen haben, genauso ich eben und daher habe ich auch schon auf TikTok ein kleines Video dazu gemacht. Wenn ihr das ansehen wollt, dort heiße ich ebenfalls Hardware Netzwerk. Dann schauen wir uns mal an, was diese AppleMaker EK68 so mit sich bringt. Erstmal haben wir hier ein Gehäuse, was zuerst aussieht wie dunkelgraues Aluminium. Allerdings ist es einfach nur das Gehäuse der GMK67. Es ist ein 50-Euro-Kit, was ihr zum Beispiel auf AliExpress bekommt. Ist im Endeffekt genau dasselbe Case, nur gibt es das nicht in dieser Farbe hier. Also es sieht schon ziemlich nach Aluminium aus, wenn auch hier hinten ist es eher so ein bisschen anderes Coating. Aber wenn man nicht genau darauf guckt, dann könnte es definitiv Aluminium sein. Es ist auch relativ schwer für ein Plastikboard. Aber was darin ist, gucken wir uns gleich nochmal an. Dann haben wir eben das dunkelgraue Case. Das dürfte aus ABS sein. Sonst haben wir hier noch USB-C-Port, dann einen Switch für Windows und Mac. Also könnt ihr den auch einfach an einem iMac benutzen oder an einem MacBook oder sowas. Dann hier ein Switch zwischen USB, Bluetooth und 2,4 GHz. Hier ist auch noch der 2,4 GHz Dongle. So sieht er aus. Standard Dongle eben. Hat auch ja eigentlich keine Latenz im Gegensatz zu Bluetooth eben. So, dann haben wir hier noch einen schönen Knob, der ist auch oberhalb des Cases. Das heißt, er kann auch nicht irgendwie am Case reiben oder sowas, was bei manchen, die eingelassen sind, eben der Fall ist. Dann haben wir hier ein paar schöne PBT-Keycaps, sind auch Double Shot, aber die genauen Sachen gucken wir uns gleich nochmal an. Und das ist natürlich das ANSI-US-Layout, das heißt, ihr habt hier nicht abgebildet, zum Beispiel Ä, Ö und Ü. Allerdings könnt ihr es genauso hier einfach mit den drei Tasten schreiben. Auch wenn es natürlich nicht drauf steht, denn die Keycaps haben ja an sich nichts Technisches. Darunter haben wir die AppleMaker Bluebird Switches. Die hören sich ganz gut an, aber es gibt so ein kleines Problem damit. Aber gut, das gucke ich mir danach nochmal an. Für die Stabilizer könnt ihr gleich auch mal im Soundtest hören, sind nicht so super. Es gibt auch schon teurere Boards, die schlechtere Steps haben, also da kann man sich nicht unbedingt beschweren. Dann hier haben wir noch zwei Indicator-LEDs. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wie es hier drinnen aussieht. Beim Öffnen der Tastatur habe ich ja leider gemerkt, dass man dafür gefühlt einen Presslufthammer braucht. Naja, daher habe ich jetzt, ich habe es hier auch schon vorne, sieht man das ein bisschen, ja, einen kleinen Kratzer reingemacht, als ich probiert habe, es aufzumachen, aber das halt geht einfach nicht auf. Naja, gut, dann gucken wir uns jetzt halt einfach so an. Hier haben wir eben die AppleMaker Bluebird Switches. Die sind, glaube ich, auch pre-looped. Und hier haben wir noch ein bisschen Dampening unter der Plate, die entweder ja, eine Steel Plate, aber wahrscheinlich eher eine Plastic Plate sein dürfte, in weiß. Und dann hier nochmal so in beige. Das ist jetzt hier ein bisschen zu hell für, aber in beige haben wir nochmal ein paar Plate-Mounted Stabs. Wie die sind, gucken wir uns gleich nochmal gesondert an. Aber ich kann jetzt noch schon mal versprechen, wie auch gerade schon, die sind nicht die besten. Werden wir uns gleich mal an. Sonst haben wir darunter eben natürlich noch das Hot-Swap-PCB. Das hat natürlich auch Anti-Rollover und sowas, Anti-Ghosting, die ganzen normalen Features, die man so hat. Es ist übrigens auch ein South-Facing-Board, das heißt, es hat South-Facing-LEDs. Daher können auch die hier, also Cherry-Profile-Keycaps, ohne Probleme, also ohne Interference darauf passen. Denn wenn es North-Facing wäre und es keine Long-Pole-Switches wären, dann würden sich hier die Switches und die Keycaps zusammen ein bisschen komisch anhören. Dann wäre der Switch einmal um 180 Grad gedreht. RGB-Backlight haben wir natürlich auch noch. Da haben wir eben RGB. Dieses Flackern hier kommt jetzt nur durch die Kamera. Aber normalerweise haben wir hier komplett normales RGB, was dann durch die Seiten hier scheint. Hier natürlich noch die Indicators. Und sonst kann ich jetzt eigentlich, da ich das jetzt nicht aufbekomme, zum Innenleben nicht mehr viel sagen. Das sind die Switches, die darin verbaut sind. Das sind die AppleMaker Bluebird Switches auf Amazon, wo die Tastatur ja ca. 120 Euro kostet, wobei es einen 10 Euro Rabatt gibt. Und da gibt es die gerade nicht. Und bei AppleMaker.com, da gibt es sie für 90 Dollar, aber da ist sie nur vorbestellbar mit diesen Switches hier. Das hier sind eben die AppleMaker Bluebird Switches. Das sind pre-looped Linear Switches. Die haben ein Housing und
und Stem komplett aus POM, also POM, haben 5 Pins hier, eine Actuation Force von 47 Gramm und eine Bottom-Out Force von 60. Der Pre-Travel hier ist von 1,1 bis 1,5 mm, also eigentlich relativ niedrig, da der Standard ja so bei 2 mm ist und der Total Travel liegt bei 3,8, also auch etwas niedriger als der Standard von 4 mm. Innen drin als Spring haben wir eine 22 mm lange Dual Spring aus Stahl. Wie schon am Anfang gesagt, sehe ich bei diesen Switches ein Problem und das werdet ihr gleich im Soundtest wahrscheinlich auch hören und daher werde ich das erst gleich im Fazit sagen. Hier haben wir die Keycaps der EK68. Das ist übrigens das Black Purple Design. Es gibt auch noch Black Gold. Das ja, erklärt sich ja von selber, wie es aussieht. Aber ich fand das einfach ein bisschen schöner. Daher habe ich hier einmal ein paar Keycaps hingelegt. Hier haben wir natürlich Double Shot PBT Keycaps. Perfekt, man kann gar nichts sehen. Dann nehme ich hier mal ein schwarzes. Double Shot stimmt schon. Die Wanddicke sieht in Ordnung aus für natürlich ein Budget-Set, aber an Qualität kann man hier eben beim Printing, wie man es hier sieht, nicht so viel erwarten, denn ja, die Buchstaben sind halt komplett verschoben bei dem hier. Im Rest sieht es noch ganz gut aus. Hier sieht man ja auch, die sind alle relativ ähnlich geprintet, also in den Positionen und sowas, aber hier sind die eben leider ein bisschen verrutscht. Das finde ich schade, ist halt ein Budget-Set auf einem Budget-Keyboard und das sieht ganz gut aus. Und so achtet man da auf dieses Page-Up und so rechts eh nicht. Der Rest hier sieht ja ziemlich gut aus. Hier übrigens die Spacebar, die hat hier nicht wie die anderen ein weißes Inlay, sondern ebenfalls lila oder ja, ja ist schon hell lila so. Das dürfte auch dieselbe Wanddicke sein, kann man eben vergleichen. Ja, ich würde fast sagen, die Spacebar ist noch ein bisschen dicker, aber das ist ja auch immer ganz gut. Innen drin sieht es auch gut aus, aber außerdem einen Fehler hier kann man die Keycaps eigentlich bemängeln. Fühlen sich ganz gut an, die Textur darauf ist jetzt nicht besonders ausgeprägt, aber fühlt sich okay an und sieht ganz gut aus. Ich habe hierzu leider ein sehr gespaltenes Fazit und das liegt einmal daran, dass wir hier bei den Switches, da haben wir leider diesen Bottom-Out, also wenn der Switch runtergedrückt wird und dann nach oben so, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, so nach oben springt oder snappt oder sowas, dann haben wir eben diesen zischenden Laut und das haben wir meistens eher bei so günstigeren, ja, Budget-Switches mit Plastik und naja, die Steelplate macht es auch nicht gerade besser. Ist übrigens eine Steelplate und keine ABS-Plate, also keine Plastikplate. Macht für mich ein bisschen den Sound kaputt. Wenn man ohne typen würde, dann ja, würde es sich schon definitiv besser anhören. Das ist bei vielen günstigen Switches so. Und in einer günstigen Tastatur kann man natürlich jetzt keine High-End-Switches erwarten. Sonst qualitätstechnisch eigentlich ziemlich gut. Man bekommt es eben leider nicht auf. Keycaps bin ich auch sehr zufrieden mit. Die Farbe gefällt mir ziemlich gut eigentlich. Erinnert so ein bisschen an PBT-Fans, Purple. Ansonsten die negativen Punkte dann weiterhin wäre der zweite Punkt, auch der letzte, die Stabilizers. Die hören und fühlen sich halt einfach nicht gut an. Die fühlen sich hier zum Beispiel Shift, fühlt sich sehr gedämpft an. Ich habe ja letztens das Modding-Video gemacht
und es fühlt sich sehr nach dem Holy Mod an, als wäre da so ein Band-Aid drin in dem Stabilizer. Ich hätte einfach komplett hier drauf geloopt und jetzt nicht irgendwelche Sachen da reingepackt, wie sie es vielleicht gemacht haben. Daher, naja, kann ich da eher einen Minuspunkt noch vergeben. Aber sonst so für Optik, Qualität und teilweise auch den Sound kann ich das Board auf jeden Fall empfehlen. Wer jetzt sagt, ich möchte die Stabilizer nicht neu looben oder eben rausholen und die, was auch immer da drin ist, entfernen, dann würde ich vielleicht eher zu einem Akku- oder Keychron-Board greifen, da die ihre Stabilizer immer ziemlich gut machen, auch bei den günstigen Boards wie die Keychron V-Reihe oder die Akku zum Beispiel 5075S in ISO gibt es mittlerweile auch. Dazu kommt auch bald ein Review. Aber ansonsten eigentlich eine gute Tastatur. Leider eben ein paar kleine negative Punkte, aber ansonsten ein ganz gutes Teil. Und damit...